Vielen Dank für diese tolle Vorstellung. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel gemacht habe. Oft ist es ganz lustig, wenn man selber hört, was man eigentlich so viel gemacht hat. Ich war circa 7 Jahre alt, wie wir nach Wien gezogen sind. Und ich bin in die Schule gekommen. Ich konnte kein Deutsch. Ich konnte nur Serbisch und Romanes. Und meine Mutter hatte zu mir gesagt, sag ja nicht, dass du Romni bist. Das ist gefährlich. Und dann haben wir das so, oh, okay. Ich meine, ich wusste, in Serbien waren wir nicht beliebt. Also in der Schule hatte ich keine guten Erfahrungen gemacht. Ich war nur so ein halbes Jahr in Serbien. Und warum ich dann nach Wien dann gezogen bin von Serbien, meine Mutter hatte uns eigentlich in Serbien gelassen bei meinen Großeltern, die auf uns aufgepasst hatten, wie so oft bei Gastarbeiterkindern. Und in der Schule, also so, ich habe meine erste Schulklasse sozusagen ohne meine Eltern so wirklich erlebt. Meine Eltern waren in Wien. Und ein Bub hatte die Türe aufgemacht im Hof, wo damals die Toilette war, und hatte mich hier voll getroffen. Da war so ein Eisenschieber. Und das hat so richtig rausgespritzt, das Blut. Ich hatte noch so die Hose unten und bin in die Klasse reingelaufen, total panisch. Und die Lehrerin hatte die Türe einfach zugemacht und hat gesagt, geh ins Krankenhaus. Ich hatte keine Schuhe an, ich hatte nur die Pantoffel an, auch keine Jacke, nichts. Und ich bin, also es hat wirklich total geschneit. Also es klingt wirklich wie im Film, war aber so, durch meterhohen Schnee rauf, glaube ich, fast 1,5–2 Kilometer den Berg hochgegangen ins Krankenhaus, und da hatte damals ein Großonkel gearbeitet, der war im Labor tätig. Ich wurde da genäht, meine Großmutter hatte mich geholt und sie war total schockiert und ich war komplett schockiert. Sie hatte mich den ganzen Weg dann runtergetragen, hatte meine Schultasche dann abgeholt und hatte auf die Lehrerin im Park gewartet, weil sie wusste, wo sie wohnt. Und ich weiß nur, dass ich mich total verlassen gefühlt hatte, dass ich gespürt habe, ich werde nicht behandelt wie die anderen. Ich wurde auch oft ich durfte immer nur in die letzte Schulklasse, also so in der letzten Bank sitzen. Und also da, wo meine Oma die Rache an diese Lehrerin vollbracht hatte, war das echt so, das war Power. Da habe ich mir gedacht, okay, mein Großvater, der hatte gewusst anscheinend, was meine Oma vorhatte. Sie hatte mich so auf der Schulter getragen, meine Schultasche auf der anderen Schulter, und dann ist die vorbeigegangen und dann hat sie sie nur angesehen und hat sie nur geschubst. Aber so richtig doll geschubst, also dass sie so umgefallen ist, fast in den Fluss hinein. Also, aber zum Glück nicht, weil dann wären wir noch schuld gewesen. Also meine Oma. Und ich habe gesehen, wie mein Großvater dazu gesehen hatte und nur mit dem Kopf genickt hat. Und das war so, hey, wir können uns wehren. Es ist so das erste Mal für mich als Kind gewesen, so 6,5, 7 war ich, dass ich so richtig realisiert habe, aha, da kann man was dagegen tun. Als wir in Wien waren, eben so dieses, naja, sag nicht, dass du Serbin bist, sag nicht, dass du Romni bist, sag, dass du Serbin bist. Wie dann der Krieg gekommen ist, war, sag, dass du Romni bist, sag nicht, dass du Serbin bist. War so, was bin ich jetzt? Also ich habe mich dann auch irgendwann einmal nicht ausgekannt. Das war so mein Werdegang. Und mit 12, 13 war so ein Casting in der Schule. Und da wurden Roma-Kinder gesucht für eine Kinderserie. Ich bin dahin und habe mir gedacht, yeah, cool, lustig, einen Film mitspielen und Ding. Und ich bin tatsächlich genommen worden, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, da einer Maus, die nicht existiert hat, zuzusehen und mich dann zu erschrecken. Und anscheinend hat den Regisseur imponiert. Ich habe dann in diesem Film mitgespielt
Und plötzlich waren Pferde da und Kutschen und Wohnwegen. Und ich habe mir gedacht, ah cool. Und dann sind die Schauspieler, die wirklich auch professionell waren und sind zu mir gekommen und haben gesagt, hey, wir haben gehört, du bist Zigeunerin. War so, ja, also ich habe gewusst, das verletzt mich, wusste aber nicht von wo, warum verletzt mich das jetzt? Ich habe eigentlich in meiner Sprache, in Romanes, gibt es das Wort Zigeuner nicht. Es gibt, das ist eine Fremdbezeichnung, heißt ja Roma. Und naja, also das war dann schon so, aha, okay. Und dann, ja, wie ist das eigentlich so? Wo wohnst du so? An welchem Ort habt ihr euren Wohnwagen? Ja, also wir haben keinen Wohnwagen. War so das erste Mal, war so, aha, okay. Ja, und wo duscht ihr? Naja, in der Dusche. Also es sind so solche Fragen auf mich zugekommen und da wusste ich, okay, jetzt kann ich, wenn ich zurückblicke, denke ich mir, fuck, wie stellen die uns da immer da in den Medien? Ich bin da hinter Pferden hergelaufen, ich habe in einem Wohnwagen gewohnt, wir hatten draußen am Fluss so gebadet, geduscht, wir hatten Pferde, ich hatte noch nie davor irgendwie so ein Pferd streicheln dürfen, erst bei dieser Produktion da bin ich einem Pferd näher gekommen. All diese Dinge sind mir dann erst später gekommen, was die eigentlich für Stereotype so aus Roma schließt und was man eigentlich, dass man eigentlich so wenig über Roma weiß. Und dann war das auch so, dass wir Rumänisch lernen mussten und ich habe mir auch gedacht, was hat jetzt Romanes mit Rumänisch zu tun? So eigentlich gar nichts, ist ja, die Sprache ist aus dem Sanskrit und Rumänisch und Romanes hat überhaupt nichts miteinander zu tun, ist eine komplett andere Sprache, habe es aber gelernt, habe eben in diesem Film da Rumänisch gesprochen. War so, haben wir gedacht, ja gut, sind die halt so. Als Kind kann man sich nicht wehren, da wird einem etwas aufgedrückt. Ja. Naja, irgendwann einmal habe ich beschlossen, Schauspielerin zu werden, weil, also meine Schwester und ich, so gemeinsam, weil das so ein Ding war, wo man was anderes sein kann, eben stärker gesehen werden kann, beziehungsweise in etwas, beziehungsweise etwas bewirken kann, anders gesehen wird, auch in der Familie, auch obwohl das bei uns in der Familie jetzt nicht so gern gesehen wird, dass wir Schauspielerinnen sind, also damals nicht. Meine Mutter hätte sicher weniger Probleme gehabt, wenn ich Sängerin wäre. Sie hat am meisten Probleme, weil ich mich manchmal auf den Bühnen nackt zeige oder in Unterwäsche. Das ist so das größte Problem eigentlich für meine Mutter. Aber darüber ist sie auch hinweg. Ja. So, wir haben irgendwann einmal 2012 beschlossen, Sandra und ich, mit, okay, jetzt dürfen plötzlich 16-Jährige wählen in Österreich. Und ganz viele haben plötzlich die FPÖ gewählt und wir haben auch gemerkt, dass die ganzen Roma-Kinder, also Jugendliche, also vor allem auch, weil die FPÖ total gegen den Islam ganz viele Plakate gemacht hat, ganz viel in den Medien, also so besser daheim, also daheim statt Islam und so lauter so komische Dinge. Also auch in Deutschland war das lieber Geld für meine Oma statt für die Roma. So ganz eigenartige Slogans. Und wir haben auch gemerkt, okay, und das Romanes ist so überhaupt keine Sprache, die nach außen getragen wird, außer auf Hochzeiten, wenn dann eben gefeiert wird, dann gibt es diese ganze Musik und so, die ja eigentlich ganz cool ist. Aber so Rap und so haben wir gedacht, okay, wie können wir eigentlich die Jugend wieder dazu bringen, zum einen zu ihren Wurzeln zu stehen, auf der richtigen Seite zu stehen und nicht gegen den Islam zu sein, also auch vor allem die Richtigen zu wählen, weil auch plötzlich Ausländer angefangen haben, die FPÖ zu wählen und auch nicht nur Ausländer, natürlich ganz viele Österreicher und so weiter, also vor allem die Jugend, weil ihnen der Rechtsextremismus plötzlich so sympathisch war, die haben so sympathisiert, weil so coole Slogans waren. Und da haben wir uns dann gedacht, okay, wir machen jetzt eine, vor allem eine feministische, weil es gibt keine einzige, damals nicht, Rap-Gruppe, die sich überhaupt getraut hätte zu rappen. Und
ich habe dann allein nur durch diese Slogans habe ich mir gedacht, na eigentlich wäre das jetzt nicht so schlecht und ich habe immer schon gerne geschrieben und habe auch für andere Leute auch geschrieben und damals habe ich für ein Stück überhaupt dieses Chinchi bei Tenash, schneid deinen Ärmel ab und lauf davon, habe ich einen Rap-Text geschrieben. Und da haben die Leute gesagt, hey, schreib mehr und mach doch. Und so, und ich dachte, naja, ich weiß nicht, ich bin eine Frau. Vielleicht ist das nichts für eine Frau. Also so vor allem von da, wie ich erzogen wurde. So, das Rappen ist so nicht meins. Aber damals und dann nachher 2012 haben wir gedacht, okay, ich müsste es versuchen. Ich müsste echt was versuchen, vor allem auch, weil auch so diese Umverteilung überhaupt nicht gerechtfertigt ist durch die Politik und all das. Und dann haben wir Minspanta eben kreiert, wo es darum geht, umzuverteilen und vor allem Frauen, also so Romnia, die ihre eigene Sprache rappen. Nicht nur auf Deutsch, sondern auch richtig auf Romanes und jungen Leuten auch Mut machen, sprecht eure Sprache, weil die Sprache auch so verloren geht. Ja, und deswegen würde ich euch gerne mal das Video vorspielen, Minspanta. Es war so eines, also unser erstes Video damals. Halto je minče, minč panter, ešu kar zura liter, hol pavrdi, moro dene gađe, kaj si maj butarvale, kaj mangen sa elove, sa za peske, godoleski, amen, las, las, čoraste na tuljom parom, sa gačilove i mas, a kana minč panter, kaj paraveni lengi bul, nije šuđe ras, laso, amen. Kogo vapim da, kasta vele sa, kogo vapim da, kasne kanči, koni go kola, umpre, amen, tele, minč panter, huten, huten, maš karpe. Macht sich bereit, riskiert seine eigene Freiheit. Minch Panther hinter dir, vor dir, ist dich, nimm dich, sieh dich vor. Brennen soll die Kluft, brennen soll die Kluft. Miss Austria ist der raffiniertes Eisen und Co. Eure Scheißkrise, wenn interessiert, ab ins Klo. Verliert keine Zeit, wir sind kurz davor. Minch Panther attackiert, durchbricht das goldene Tor. Minch Panther, wer hat noch nicht genug? Minch Panther, ne gefährliche Brut, ihnen kocht das Blut. Sie attackieren jetzt, alle Bankfilialen werden besetzt. Minch Panther, wer hat noch nicht genug? Minch Panther, ne gefährliche Brut, ihnen kocht das Blut. Sie attackieren jetzt, alle Bankfilialen werden besetzt. Auf meine Akte kommt du an, meine. Weiter zuzuschauen, wie die reichen Schweine noch fettere Villen bauen. Wir fordern eine Umverteilung ab sofort. Die Unterschicht verhungern lassen, das ist Mord. Die, die zu viel haben, sollen nicht geizen. Wollt ihr wirklich Minch Panther reizen? Betteln zu verbieten ist nicht gerade originell. Damit macht ihr arme Leute auch noch kriminell. So steht es im Gesetz geschrieben. Diese Leute gehören alle vertrieben. Minch Panther, wer hat noch nicht genug? Minch Panther, ne gefährliche Brut, ihnen kocht das Blut, sie attackieren jetzt, alle Bankfilialen werden besetzt. Minch Panther, wer hat noch nicht genug? Minch Panther, ne gefährliche Brut, ihnen kocht das Blut, sie attackieren jetzt, alle Bankfilialen werden besetzt. Panne, auf der Kopf, du Mann, mein Gott, du Mann, auf
Wir werden eure Politik nicht mehr weiter dulden, nicht zu verdienen, reißt uns in noch tiefere Schulden. Das Problem sind nicht die armen Leute, sondern die Reichen mit ihrer fetten Beute. Der Polizei sind wir nicht ganz geheuer, rein ins nächste Abenteuer. Die Regierung ist verrückt, ganz und gar entzückt. Lieber Banken retten und kaufen, statt essen und saufen. Die Prioritäten sind gestört, wir holen uns zurück, was eingehört. Kämpft mit uns mit und bildet Banden, bevor Leute auf der Straße landen. Solidarität, jetzt und hier, nieder mit der Habgier, nieder mit der Habgier. Hallo von der Hund, Ola sind in der Pantera. Du musst ihre Macht auf manchen Dollar sind der Otera. Doch prost auf unsere Ruku, Rätschi muss sie gube. Nehmen sie SCB, polomit zu die Zube. Živi bogato, auf sie mali Bogorodici. Ne u Vokalo, da ne završiš u bolnici. Živi bogato, auf sie mali Bogorodici. Ne u Vokalo, da ne završiš u bolnici. Minch Panther, wert noch nicht genug. Minch Panther, eine gefährliche Brut. Ihnen kocht das Blut, sie attackieren jetzt. Alle Bankfilialen werden besetzt. Minch Panther, wert noch nicht genug. Minch Panther, eine gefährliche Brut. Ihnen kocht das Blut, sie attackieren jetzt. Alle Bankfilialen werden besetzt. In diesem Kung-Fu-Style. Wir haben immer als Kinder Bruce Lee geliebt und Jackie Chan und haben uns dann auch immer mega verprügelt, meine Schwester und ich. Also haben diese ganzen Kampf-Moves geübt zu Hause und hatten auch schon mal einen Tannenbaum, einen Weihnachtsbaum aus dem Fenster gekickt vor lauter uns prügeln und das auf ein Auto gelandet ist und meine Eltern ziemlich angepisst waren. So eine Nebengeschichte aus dieser ganzen Minch Panther Geschichte. Wir haben, also für uns war das Ding, wann haben Roma jemals, ich habe überlegt, gab es eine Armee, die Roma jemals hatten oder gab es Aufstände? Das hatte ich dann so recherchiert und habe auch meine Eltern gefragt. Meine Eltern waren total verblüfft, so, nee, Roma haben nie Kriege geführt, warum auch? Also so eigentlich ein sehr friedliches Volk. Da habe ich gefragt, ja, aber wieso waren wir dann im KZ? Was war dann eigentlich der Grund und warum wird das nicht in Schulen erzählt? Und wird es nicht Zeit, eine Armee zu gründen? Oder es muss doch irgendwo eine Armee geben, das kann nicht sein. Gab es aber nicht und deswegen habe ich mir gedacht, naja gut, dann mache ich eine eigene. Und meine Schwester und ich haben uns dann eben so haben überlegt, wie das aussehen könnte und haben eben über diese Zeiten gesprochen mit dem Tannenbaum, das auf dem Auto gelandet ist. Wir versucht haben, das Ganze zu vertuschen, diesen Baum schnell wegzuziehen vom Auto, also Fenster mit Tüten zukleben und so tun. Naja, ich meine, ist natürlich aufgefallen, das Ganze. Aber es war ein Versuch. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen einfach eine eigene, so fiktive Armee von Roma. Und sind auch, haben uns gedacht, okay, es geht jetzt nicht nur zu Hause in den eigenen vier Wänden, sondern wir müssen auch wirklich raus auf die Straße. Und damals war ja auch so, FPÖ, SPÖ, ÖVP, die Linke, alle sind so auch in gewissen Bezirken gestanden mit ihren Ständen. Und haben die Leute angeworben, sie zu wählen, so und auch eben auch die FPÖ, die gemeint hat, ja, wählt die Rassisten, haben wir uns gedacht, die gehen wir jetzt angreifen. Und da haben wir dann haben uns gedacht, so, wir gehen jetzt auf die Straße in unseren Kostümen und gucken mal, wie das aussieht. Mhm.
Also diese Nummer haben wir oft durchgezogen an verschiedenen Ständen. Die schlimmste war im 10. Bezirk am Viktor-Adler-Markt. Ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen Wien kennt, aber da wohnen eigentlich ganz viele Ausländer tatsächlich, sind glaube ich 80% Ausländer, die in diesem Bezirk wohnen. Und dort macht aber die FPÖ ihre große Partei Feier mitten auf diesem Markt, und da sind wir dann aufgetreten zu zweit, und die hatten unseren Banner verbrennen wollen. Wir sind angepöbelt worden, die Polizei ist gerufen worden, angezeigt worden und all diese Dinge. Also da, und unser Handy ist weggenommen worden, wir mussten alles löschen. Das waren so, manche Sachen konnten wir festhalten. Also am besten ist es natürlich, damals gab es noch nicht das mit dem Live-Stellen, aber jetzt könnte es so funktionieren wieder. Genau, es war auch so, dass zum Beispiel das Battle-Verbot auferlegt wurde in öffentlichen Bereichen in Wien, und vor allem sind damals die Roma damit konfrontiert worden. Also man hat ganz viele also so ins Gefängnis gesteckt. Es gab ganz viele Vorfälle von NGOs, die wir auch mitbekommen haben. Und damals ist aber auch zur gleichen Zeit der Fahrradbeauftragte plötzlich ernannt worden in Wien. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das? Also von den Grünen, ein Fahrradbeauftragter, was macht er denn? Ich gelesen, na ja gut, er schaut, dass die Wege funktionieren, dass es gute Kennzeichnungen gibt. Und habe mir gedacht, na ja, aber wäre es nicht intelligenter, einen Battle-Beauftragten zu ernennen, da es ja jetzt so dieses Problem gibt? Wir haben ja kein Problem eigentlich mit den Fahrrädern oder dass die keine Wege haben. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann mache ich halt den Battle-Beauftragten. Kannst du den mal finden? Ja. Und ich hatte da gesagt, gut, es gibt einen Battle-Beauftragten, der ist von der Stadt Wien erlaubt, und schauen wir mal, was passiert, wenn plötzlich die Politik, die Regierung sagt, ja, es gibt geprüfte Bettler, die kriegen Geld, es wird auch, das Ganze wird so richtig überprüft,
Und es gibt einen besonderen Tag, der ist jetzt ernannt worden, und wir spenden nochmal das Doppelte für diesen Tag, für die Bettler. Ist natürlich das ganze Aktion läutete die Wiener Stadt. Mit einer spektakulären Aktion läutete die Wiener Stadtregierung ihren neuen Weg im Umgang mit Bettlern ein. Beim sogenannten Tag der organisierten Bettelei verdoppelte die Stadt Wien heute an 18 Plätzen die Summen, die an Bettlerinnen und Bettler gegeben wurden. Damit sollen die Wienerinnen und Wiener dazu motiviert werden, Bettler künftig verstärkt mit kleinen Spenden zu unterstützen. Wir waren für sie am Siebenbrunnenplatz im 5. Bezirk dabei. Sie haben gerade gespendet. Warum gerade heute? Ich immer Spende gebe. Weil es ein besonderer Anlass ist und die Stadt Wien ja auch den Spendenwert verdoppelt. Das finde ich sehr schön. Und es ist ein bisschen Menschlichkeit. Er kann zeitweise nichts dafür, hat einfach ein Pech, Arbeitsverbot, was auch immer. Und ich habe halt momentan das Glück, dass ich einen festen Job habe. Ich habe da immer in meiner Tasche einen einzelnen Euro stecken. Ja? Ah, jetzt habe ich ihn ins Taschel getan. Früher in Ex-Jugoslawien, wir haben auch nicht so viel Geld gehabt. Wir sind Geschäftsleute, warum nicht? Der erfahrene Bettler Stefan Ohler, öffentlich bekannt dadurch, dass er das Bettelverbot in Salzburg zu Fall gebracht hat, ist vom Erfolg der Aktion begeistert. Er ist seit 1. September Bettelbeauftragter der Stadt Wien. Ähnlich dem Fahrradbeauftragten wird er sich künftig um die Belange der Bettelnden in Wien kümmern. Was sind die größten Probleme, die Bettelnde haben? Das ist ein großes Problem mit den Leuten. Sie kommen betteln in der Wien und sitzen in der Straße und leider hat keine Zeit für Sitzen, weil kommt Polizei und sofort muss weg. Und 10-mal, 15-mal in Tag. Und 2-3 Minuten sitzen, Leute kommen, kriegen 20 Cent und so. Und das ist zu wenig für die 2 Wochen, was ist hier, der 14 Tag. Und fahren nach Hause ohne Geld. Ola meinte weiters, dass es nicht leicht sein wird, das hartnäckige Gerücht von den Bettelbanden zu zerstreuen, da es vor allem in Freundes- und Bekanntenkreisen weiterverbreitet wird. Das hört man, ja, von den Bekannten, von Freunden, Bekannten, dass also nicht, das muss nicht unbedingt eine Bettlerin sein dort. Ich glaube schon zu erkennen, wer jetzt da wirklich bedürftig ist und wo halt die Leute so zum Betteln gezwungen werden und dann die Sachen abgeben müssen. Jetzt habe ich mich eben auch nochmal erkundigt, ob das wirklich geprüfte Bettler sind und nicht irgendwelche Banden, wo man ja teilweise hört, das Geld wird ihnen weggenommen und an irgendwem anderen weitergegeben. Vizebürgermeisterin Vasilaku zeigte sich hoch erfreut, dass es gelungen war, die SPÖ vom neuen Kurs zu überzeugen. Diese Aktion ist von der Stadt Wien heute. Aha, naja, wenn das amtlich ist, wenn das ein glaubhafter Bettler ist, dann gebe ich ihm was. Ja. Ein reicher Mensch gibt sowieso nichts. Ja. Das geben eh nur Arme, den Armen. Ja. Ein guter Zeitpunkt, etwas Gutes zu tun, denke ich mal. Wie haben eigentlich die Leute reagiert auf diese Aktion von heute? Ja, die Leute haben so reagiert, wie wir uns das vorgestellt haben. Sie haben wieder bewiesen, dass sie ein goldenes Wiener Herz haben und dieses auch geöffnet den Bettlerinnen, die hier für uns auch positioniert waren. Und es wurde so viel gespendet, also ich war total überrascht. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet mit so viel Spendenfreudigkeit. Und das ist wieder ein Beweis dafür, dass solche Aktionen funktionieren und dass die Wienerinnen und Wiener genau zur Unterstützung von solchen Aktionen beitragen. Bürgermeister Häupl meinte, dass der neue Bettelbeauftragte und das sprichwörtliche goldene Wiener Herz ein Garant dafür sind, das Zusammenleben in Wien künftig zu verbessern. Es gab eine riesige Debatte nachdem, weil ja, also ihr habt ja gesehen, diese ganzen Jacken, diese Sticker, wir haben auch Folder drucken lassen, all das, und das war eigentlich eine, ich hab das Ganze angegeben unter eine Performance im öffentlichen Raum, eine Kunstaktion, und das ist da draus geworden. Und natürlich, also so haben wir eine Subvention dafür bekommen, und dann war das ein riesen Drama, weil die Vasilaku, also von den Grünen, der Häupl, der Bürgermeister, plötzlich, also das Ganze war dann auch noch im Fernsehen, obwohl es ja eigentlich nur eine Aktion, ich wollte nur zeigen, was es heißen kann,
wenn die Politik, wenn die Regierung hinter etwas steht und nicht dagegen, also so hetzt, weil die eine Hetze, eine richtige Hetze gemacht haben. Und das war natürlich für uns ein Riesending, weil also es ist total debattiert worden und ich bin auch angezeigt worden und all diese Dinge, aber es alles ist gut. Also von dem her, das war so das Drama. Ja, wir haben danach, nach dieser Aktion mit Minch Panther, wo wir viele Aktionen gesetzt haben, auch eben, weil uns das wichtig war, nicht nur dahinter zu stehen, sondern auch wirklich mit den Menschen zu agieren und auch im öffentlichen Raum zu sein. Und eben auch diese Roma-Armee, die Minch Panther eigentlich verkörpert, hat uns dann nachher eben das Maxim Gorki Theater gefragt, ob wir nicht vielleicht ein ganzes Theaterstück bringen wollen, wo es darum geht, Geschichten von Roma auch zu erzählen. Ja? Kann man vielleicht Roma-Armee, das im Gorki gespielt wurde, also wir haben einige Schauspieler zusammengesucht, die auch wirklich Roma-Schauspieler sind und es war schwieriger als gedacht, weil so wenige einfach zur Bildung tatsächlich Zugang haben aus der Roma-Community. Ist der Kampf der Nicht-Weißen dieser Erde gegen ihre Unterdrücker. Wie kannst du nicht gewalttätig sein, wenn deine eigenen Leute versklavt, ermordet und sterilisiert wurden und immer noch in Brand gesteckt, deportiert, erniedrigt, unterdrückt und diskriminiert werden? Ich wünsche mir, dass wir so gesehen werden, wie wir wirklich sind und nicht wie die Gadja uns darstellen. Ich wünsche mir, dass wir endlich hinter unserer eigenen Identität stehen. Ich wünsche mir, dass wir für uns selbst sprechen und unsere eigene Politik machen. Das ist das erste Theaterstück, das in Europa von Roma mit Roma inszeniert wurde. Einerseits bin ich total stolz und andererseits total traurig. Wir haben es 2017 auf die Bühne gebracht und von Kostüm bis Schauspieler mit Dramaturgie und die Idee, die wir damals hatten, 2012, habe ich dann erst mitgekriegt von der Delaine Lubar, eine bildende Künstlerin, dass es das erste Stück ist, das eigentlich in einem Staatstheater gebracht wurde, das von Roma ist und mit Roma auch noch inszeniert wird. Es werden viel zu oft Theaterstücke, Filme und so weiter gemacht, ohne Einverständnis von Roma oder auch Bücher geschrieben, die einfach nur, also so, es geht immer hier um Machtverhältnisse. In dem Fall war Yael unsere Regisseurin, die aber Jüdin ist. Und für uns war es wichtig, wer es natürlich auch macht. Also wir haben auch da ganz viel darüber gesprochen, was es heißt, Macht zu haben und dass man sich auch dessen bewusst ist, in welcher Position man steht. Und auch als Roma, in welcher Position wir stehen, also was das für uns bedeutet, auch dieses Stück zu kreieren. Und auch diese Tatsache eben, dass es das erste Stück ist und ich hoffe, dass es weitergeht. Wir reisen zwar mit diesem Stück weiter, aber für uns ist es auch wichtig,
dass tatsächlich Schauspieler noch ausgebildet werden, also die auch Roma-Herkunft haben, als auch ein Haus zum Beispiel oder so. Also es ist ein großer Wunsch von uns, das für Roma auch zugänglich ist, also wo auch Roma-Schauspieler oben sind. Genau. Ja, so viel dazu.